Hier tut ein neuer roter Anstrich. Zeit für eine Revanche. Diese Karawane wurde von noch mehr Energiewaffen erwischt. Die Mörder haben alles mitgenommen. Das Gemetzel sieht nach Bruderschaft aus. Aber die macht sowas nicht. Hierfür gab es mit Sicherheit ein Motiv. Sehen wir uns mal etwas um und schauen, was wir finden können. Vielleicht ist was in den Trümmern. Denn das? Schau dir mal die Karte an. Das ist die Route westlich von Vegas und da ist noch ein Punkt markiert. Da drüben, in der Senke. Das ist doch verrückt. Mitten im Nirgendwo. Ja, irgendwas stimmt nicht. Das spüre ich. Ist nicht dichter dran als vorher. Wenn du lieber nichts machen willst, lass es mich wissen. Geht klar. Lass uns losgehen.
Zeit, dich zu deinem Arsch zu pressen. Gar nicht brauchen. Eine Portion Schmerz kommt sofort. Noch eine Karawane. Verbrannt. Aber hier hatte jemand ein Lager aufgeschlagen. Und niemand hat von diesem Angriff gehört. Sehen wir uns um. Hier ist doch was faul.
Das war's. Das ist alles, was wir brauchen. Die kaminrote Karawane und die Van Graffs. Sie stecken hinter dem Abfackeln dieser Karawanen. Und dafür werden sie bezahlen. Ich hol mir extra Money, ein paar Flaschen Whisky und dann zeige ich denen, wie Kesse die Rechnungen begleicht. Mir egal, wen wir zuerst umnieten. Ob wir erst die Rechnung mit McLafferty begleichen oder die Schlampe Gloria mit ihrem eigenen Haar ersticken. Die Van Graffs sind wohl härter. Da gehen wir eher drauf. Wenn's ins Lager der kaminroten Karawane geht, dann brauchen wir nur viele Kugeln. Aber wenn wir den Van Graffs heimzahlen, was sie verdienen, können wir ihnen die Waffen abnehmen, um die kaminrote Karawane platt zu machen. Dann stell halt deine Fragen. Ein Geschenk von meinem Dad mit meinem Namen. Rose of Sharon Cassady. Mom meinte, er hatte den Namen aus einem alten Weltbuch über irgendwelche Pilger. Klingt trotzdem niedlich. Jedenfalls ist der Anhänger eine kleine Rose. Dachte erst, es wäre eine von Moms Stammeshalsketten, aber nein, das kam von Dad. Du weißt schon, so Stämme wie im Osten. Hier im Westen gibt's die auch, aber die RNK treibt sie zusammen und domestiziert sie. Mom kam von östlich des Colorado. Keine Ahnung, welcher Stamm. War noch, bevor Caesar die Stämme eingesammelt und zur Legion gemacht hat. Sie ist ewig gelaufen, bis sie über meinen Dad gestolpert ist. Der hat sie überzeugt, nicht mehr zu laufen. Zum Glück war er ein ziemlich geiler Bock. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich klein war, ging er nach Osten und kam nie wieder. Klingt nicht nach ihm, seine Familie im Stich zu lassen. Das Warten hat Mom umgebracht. Aber sie musste mich ja groß kriegen. Hat so lang durchgehalten, bis ich alt genug war, mich für Jungs zu interessieren. Dad hat sich wohl verlaufen oder ist gestorben. Passiert. Und ich weine mich deshalb nicht in den Schlaf. Heb dir das Glas dafür eine Heulsuse auf. Keine Ahnung. Als er ging, war ich noch zu klein, um zu verstehen, warum. Und als Mom starb, zu hormongeladen, um zuzuhören. Hab seinen Namen, seinen Anhänger und das war's. Ich bin auf die Schule der knappen Kronkorken gegangen. Muni ist teuer, also muss jeder Schuss zählen. Und mein Dad war ein echter Meisterschütze. Da will ich dem Familiennamen alle Ehre machen. Nicht aus Stolz, sondern als Zeichen meines Respekts. Dynamit braucht man, wenn einem die Kugeln ausgehen, man einen Pass räumen oder die Geckos von der Karawane vertreiben will. So ein Wirbelsturm aus einer Kluft kann einen Pass ratzfatz blockieren. Also lernt man, mit Pulver umzugehen, um nicht wegen sowas unnötig festzusitzen. Auf jeden Fall schieße ich lieber, wenn's Ärger gibt. Keine Sorge, wenn's hart auf hart kommt, dann übernehme ich schon meinen Teil. Meinst du Speere und so? Nee, keine Ahnung davon. Mom war zwar eine Stammesangehörige, aber sowas hat sie mir nicht beigebracht. Na schön. Zeig mal, was du hast. Thank you.
scheint, dass die Gebiete bald hochgehen. Willkommen zurück. War mir eine Freude. Diese Elite-Soldaten der Legion sind harte Hunde. Und das war's für die kaminrote Karawane. So, jetzt kann mit Gloria Vandreth abgerechnet werden. Wird mir ganz gut in den Kram passen, sie umzulegen. Könnte etwas härter werden als die kaminrote Karawane. Die Van Graff sind ein echtes Schlangennest. Mit Wummen im Bruderschaftskaliber. Musik in meinen Ohren. Die Dinge werden jeden Tag seltsamer. Offenbar wurde der Anführer der Unholde ausgeknipst. Hätte ich selber erledigt, wenn er jeden Punkt gehabt hätte.
Hallo, brauchen Sie was? Klar, hier ist mein Sortiment. Verteilen wir mal die Ladung neu. Verteilen wir mal die Ladung neu.